Überraschende Trennung. Maria Furtwängler und Hubert Burda gehen getrennte Wege. Das bestätigte eine Sprecherin der Schauspielerin auf Nachfrage von Spot On News. Maria Furtwängler und Hubert Burda gehen bereits seit geraumer Zeit getrennte Wege, heißt es in einem gemeinsamen Statement. Die beiden seien aber weiterhin freundschaftlich und familiär verbunden. Auch wegen der zwei gemeinsamen Kinder, heißt es. Dies werden sie auch in Zukunft so handhaben. Weitere Details zum Eheaus gaben Furtwängler und Burda nicht bekannt. Im Jahr 1991 traten die Schauspielerin und der Verleger vor den Traualtar. Sie haben eine gemeinsame Tochter und einen Sohn. Über das Familienleben ist nur wenig bekannt. Maria Furtwängler ist vor allem als Kommissarin Charlotte Lindholm in der Krimireihe Tatort bekannt. Ihren Durchbruch im TV schaffte sie jedoch lange zuvor in den späten 80er Jahren.